Zeig du mal her. Was hast du? Ich glaube, ich habe eine Gemeinsamkeit zwischen den Mordopfern gefunden. Seht euch die Brosche des alten Elko und Sandors Talisman einmal genauer an. Achtet besonders auf das Material, aus dem sie gefertigt sind. Erkennt ihr die Ähnlichkeit? Tatsächlich, beide Schmuckstücke scheinen aus demselben Material gefertigt zu sein. Doch was hat das mit diesen Morden selbst zu tun? Weshalb sollte jemand die beiden wegen dieser Schmuckstücke ermorden, nur um diese dann bei den Opfern zurückzulassen? Es muss also um etwas anderes gegangen sein. Ihr habt recht, dies sind bislang alles nur Hinweise. Ich werde also weitersuchen müssen. Habt dennoch Dank. Ihr habt neue Hinweise zu zwei Mordfällen gefunden, richtig? Ja, aber dennoch tappe ich weiter im Dunkeln. Ich kenne jemanden, der euch diesbezüglich treffen möchte. Doch die Person geht ein hohes Risiko ein, wenn sie sich mit euch trifft. Daher wurde mir eine Parole für euch anvertraut. Wo könnte ich diese Person treffen und wie lautet die Parole? Geht zum Hesinde-Tempel und sucht nach jemandem gehüllt in einem Umhang. Dann sprecht die Lösung, des Nachts krönt es die Nebelzinnen. So wird euch geantwortet mit das Ogerkreuz. Und nun geht's. Versteckspiele fallen mir auf die Nerven. Mit Davonlaufen wurde noch kein Feind besiegt. Wir sollten auf der Hut sein. Es riecht nach einer Falle. Ja, wir sind auf jeden Fall auf der Hut. Und schauen mal, ob wir denn hier jemanden in einem Umhang finden. Sieht aber bisher nicht so aus. Können wir das Questbuch aktualisieren, trifft den Informanten am Hesinde-Tempel. Und hier hat wohl irgendjemand... Ach, das ist ja... Ich bin auch so ein Held. Ist ja gar nicht der Hesinde-Tempel, das ist ja irgendeine andere Kirche hier. Das ist ja der Praios-Tempel. Ich Profi. Na jo, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir halt zum Hesinde-Tempel. Mensch, Mensch, Mensch. Korinthenkackerei hier mit den ganzen Göttern. Das ist so alles das Gleiche hier in Aventurien. Naja, fast. Ach, ganz nebenbei. Gladys. Guck mal, da ist so ein Typ, ne? Willst du den mal in die Tasche langen? Naja, das ist es nicht wert. Guck mal, der sieht aus, als hätte er ein bisschen mehr Kohle. Also wirklich Kohle, so Steinkohle. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großer Brocken. Den kann man so einfach dann nicht aus der Tasche ziehen, so ein Brocken Steinkohle. Das wird dann ganz schnell bemerkt, das fällt dann einfach auf. Na klar. Vielleicht hat der ja einen kleineren Brocken. Ja, allerdings, hier sieht man schon die Brocken Steinkohle, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir dann benutzen zum Befeuern eines Ofens, damit wir es muckelig warm haben im Winter. Nützt uns jetzt hier, wo die Sonne scheint, gerade recht wenig. Auch interessant, es scheint die Sonne, aber man sieht eigentlich nur Wolken am Himmel. Naja, wie auch immer. Hier sind wir nun am Hesinde-Tempel. Mir fällt auf, dass ich das langsam ein bisschen ins Lächerliche ziehe hier. Ich sollte vielleicht mal ein wenig ernster die Sache angehen. Da haben wir sie. Ja? Was gibt es? Des Nachts krönt es die Nebelzinnen. Das Ogerkreuz. Ihr seid also die geheime Persönlichkeit. Also gut, nun zur Sache. Wer seid ihr und warum wollt ihr mir helfen? Ich bin Archivarin Lysen. Als erstes solltet ihr wissen, es ist sehr wichtig, dass ihr niemanden von unserem Treffen erzählt. Meine Befürchtung ist, dass es einen Komplizen in der Stadtgarde gibt. Offenbar sorgt er dafür, dass die Suche nach den Mördern ergebnislos bleibt. Eine düstere Vorahnung sagt mir, dass ich auch so schon um mein Leben bangen muss. Wie meint ihr das? Es wurde von Graf Grovin eine offizielle Belohnung auf die Erfassung des Mörders ausgesetzt. Wie kann es da gefährlich für euch sein, die Morde zu untersuchen? Habt ihr denn noch gar nicht bemerkt, dass ihr die einzige Person in ganz Ferdok seid, die wahrhaftig nach der Auflösung dieser Misstaten strebt? Die Mörder laufen immer noch frei in Ferdok herum. Jeder, der nach ihnen sucht,
könnte ihr nächstes Opfer werden. Deswegen muss ich vorsichtig handeln. Ich bin kein Mitglied der Stadtgarde, also des Adels, und genieße dadurch keinen speziellen Status, der selbst einen entschlossenen Mörder vielleicht zum Zögern brächte. Adel vom Eberstamm hat seinen Status auch nicht beschützt. Aber gut, wenn ihr so wollt, ich verspreche, dass ich niemandem von unserem Treffen erzählen werde. Hab Dank, ich vertraue euch. Nun zu den Morden. Was könnt ihr bisher in Erfahrung bringen? Ich konnte schon Hinweise zu zwei Mordfällen sammeln. Schaut euch diesen Talisman an. Der gehörte dem Drachen. Und hier, diese Brosche war im Besitz des alten Elkos. Könnt ihr damit etwas anfangen? Bei Sinde, also war meine Vermutung richtig. Was ist? So redet doch. Was ihr da in der Hand haltet, sind nicht einfach irgendwelche Schmuckstücke. Dieser Talisman und diese Brosche wurden aus den Schuppen leibhaftiger Drachen gefertigt. Eine Drachenschuppe? Seid ihr sicher? Ja, darüber besteht kein Zweifel. Ich habe genau in die richtige Richtung ermittelt. In Ferdok leben drei Mitglieder von Drachentöterfamilien. Alle haben laut Stadtchronik ein besonderes Kleinod in ihrem Besitz, welches an die Heldentat ihrer Ahnen erinnert. Dadurch kam ich darauf. Beide Mordopfer waren Nachfahren von Drachentöter. Sandor Kunga und der alte Elko waren welche und wurden ermordet. Meine Aufzeichnungen ergeben, dass eine junge Frau Jishka Ignifa ebenfalls eine Nachfahrin von Drachentötern ist. Sie lebt in Fuhrmannsheim, nahe der Taverne zur sanften Sau. Nur drei Nachfahren? Aber was ist mit Ado vom Eberstamm? Er ist auch ein Opfer der Morde. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall kein Nachfahre von Drachentötern, dem bin ich mir sicher. Aber wenn ich mich nicht täusche, schwebt diese Jishka in höchster Gefahr und der Mörder könnte jederzeit zuschlagen. Bitte beschützt sie. Ich kehre derweil zurück ins Stadthaus und werde noch einmal gründlich die Ahnenfolge von Eberstamms studieren. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Das sollten wir allerdings, bevor Jishka auch noch ihr Leben lassen muss. Ich kann hier mal schnell das Questbuch aktualisieren. Die dritte noch lebende Nachfahrin von Drachentöter ist Jishka. Archivarin Luisen sagt, sie wohnt in Fuhrmannsheim nahe der Taverne Sanfte Sau. Jishka schwebt in höchster Lebensgefahr. So muss ich mich beeilen. Der Mörder könnte jederzeit zuschlagen. Okay, auf nach Fuhrmannsheim zur Taverne. Die Sanfte Sau, da waren wir ja eben schon. Das ist jetzt natürlich ein weiter Weg. Mal ganz kurz, da geht's nach Fuhrmannsheim. Alles klar. Hör auf zu blinken. Dankeschön. Okay, das Leben von Jishka steht auf dem Spiel. Das vermeintlich dritte Mordopfer. Jetzt zählt jede Sekunde. Auf nach Fuhrmannsheim. Los, lauf, Zwerg! Lauf! Oh. Kämpfe bestehen aus einer Abfolge von Attacken und Paraden. Wenn die AT-Probe gelingt und die PA-Probe des Verteidigers misslingt, erzielt der Angriff Trefferpunkte. Diese Punkte werden um Rüstungsschutz, keine Ahnung was. Jishka, los, los, auf zu Jishka, das Fass kann warten da rechts. Wir müssen uns beeilen und die Waffen ausrüsten. Warum können wir denn nicht schneller laufen? Ach, Mensch. Ein Betrunkener. Hilfe! Hilfe! Sie haben ihn. Verdammt. Ihr da, um Prajos willen, so tut doch etwas! Schnell, erzählt mir, was ist passiert. Diese rote, gekleidete Bande hat Jishka dort drüben beim Turm in die Kanalisation gezerrt. Ihr müsst ihr helfen. Alarmiert die Stadtwache, ich folge den Halunken. Die entkommen mir nicht. Kann ich irgendwie helfen? Ja, schließ den Zugang hinter mir, keiner darf entkommen. Gut, beeilt euch. Und ob, gleich gibt's Kleinholz für Ado. Autosave wurde erfolgreich gespeichert. Ab in die Kanalisation. Verfolgen wir diese Mistkerle. Sie werden schon noch Buße tun. Dafür sorge ich. Oh, Scheiße. Ich komme zu spät.
Nein. Eine Blutspur. Ja, hatte er, aber los. Richtig, Rolana. Genau richtig. Da vorne sind sie. Kultisten. Hier habe ich doch auf der Karte gesehen. Ganz genau. Sieht auch ganz witzig aus hier auf der Map. Jetzt können wir hier zum Beispiel auch, damit ihr besonders auf YouTube was seht, den Kollegen anmachen, dann ist das Ganze hier ein wenig heller. Wo sind wir denn hier? Geht's hier überhaupt weiter? Nee, hier sind wir nur noch rum. Gittertür verschlossen. Verdammt. Eine Sackgasse. Gehen wir hier weiter. Da sind sie. Ah, Kohle. Wer sagt's denn? Verdammt, links oder rechts? Eine Gittertür. Die können wir ohnehin nicht öffnen. Aber die Fässer hier können wir zerstören. Ich krieg euch. Verdammt. Verflixt. Aber das wird Ihnen auch nichts helfen. Schnell, suchen wir einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Wie oft habe ich das schon gehört? Suchen wir einen anderen Weg. Finde doch einen anderen Weg. Ja, ja. Du bist lustig. Na gut, hilft ja alles nichts. Momentan ist der Weg, der andere Weg, ja noch recht geradlinig. Da vorne sind sie. Die entkommen mir nicht. Immer tiefer hinab. Ne. Oh, ich glaube, hier liegt ein kleiner Fehler vor. Hier sollte eigentlich ein Dialog sein. Ich bin mir ziemlich sicher, da wäre ein Dialog. Aber da war wohl irgendwas nicht so ganz koscher. Naja, machen wir den kalt. Er ist der Erste. Die anderen werden schon bald folgen. Und Vorge macht jetzt auch nochmal den Wuchtschlag. Thomas auch nochmal einen Wuchtschlag und dann sollte der schon bald Geschichte sein. Ausgezeichnet. Verbände und Wurfdolche. Schauen wir nochmal ganz kurz. Hier sind die Herren ja hergekommen. Gibt es hier oben noch was Besonderes? Ich denke, wir werden da jetzt einfach nur zu dem Weg zurückkommen, wo wir nicht langkommen. Ja, oder zu einer Gitterwand. Hier gibt es dann nichts mehr. Truhen oder Fässer. Nein. Dann mal los, Gast. Entschuldigung. Kastan Wagnitz. Wagnitz. Suchen. Allzu weit kann er ja nicht sein. Und das hier hat auch schon nichts mehr mit der Kanalisation von Ferlock zu tun. Wo sind wir hier? Da vorne ist noch so ein Kultist.